Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Ansprache habe ich in den letzten Jahren übrigens noch nie gewählt, wenn ich wie sonst hier an gleicher Stelle zum Volkstrauertag gesprochen habe. Denn normalerweise sitzen hier leibhaftig in der Halle Menschen, die zusammen mit dem Braunheimer VdK-Vorsitzenden Herrn Hartmann und mir den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft gedenken wollen. In diesem Jahr, das wissen Sie alle, ist alles anders, eben auch das Gedenken zum Volkstrauertag. Herr Hartmann und ich waren uns aber schnell einig darüber, dass auch während eines Lockdowns auf den Volkstrauertag selbst nicht verzichtet werden sollte. Er muss eben anders organisiert sein, deswegen heute diese Botschaften per Video einzubringen. Wir haben uns entschieden, an dem heutigen Tag nicht das Publikum direkt auf den Plätzen vor uns zu haben, sondern stattdessen interessierte Zuschauer an den Bildschirmen von PCs, Laptops und Handys zu haben. Das Gedenken findet dadurch nur einen anderen Weg. Sinn und Zweck werden dadurch nicht in Frage gestellt, zumindest nicht von Herrn Hartmann und mir. Sehr wohl zeigt sich aber in Braunheim in den letzten Jahren und Monaten häufig die Auffassung, die Geschehnisse der beiden Weltkriege wirkten in und auf Deutschland als unnötige Last. Mittlerweile hätten Tötung, Verstümmelung, Vertreibung, Vergewaltigung, Völkermord zwar einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient, nicht aber weiter in unserem alltäglichen Bewusstsein. Diese Auffassung begegnet mir direkt oder indirekt viel häufiger, als man sich das vielleicht vorstellen mag. Besonders zugespitzt findet sich die Frage, welche Bedeutung das Nachdenken und Gedenken mit Blick auf die Geschehnisse während der beiden Weltkriege heute haben soll, gerade bei der Bewertung der Gestaltung der Kreisverkehrsplätze in Norden. Für Sie zur Erinnerung, Magistrat und Stadtverordnetenversammlung hatten sich zum Ziel gesetzt, an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, besonders hervorgehoben im gestaltbaren Bereich der neuen Kreisverkehrsplätze, den mutigen Menschen, die während der NS-Herrschaft ihr Leben einsetzten, ihnen zu gedenken. Sie traten entgegen dem Terror, der Willkürherrschaft und dem organisierten Mord. Immer wieder werde ich jetzt mit Bezug auf die Gestaltung gefragt, ob das denn nötig war oder ob es nicht andere, aktuellere Themen gegeben hätte, die man in die Gestaltung der Kreisverkehrsplätze hätte einfließen lassen. Und dabei stellen diese Fragen noch die höflichere Form des Infragestellens, des Gedenkens dar. Viel häufiger habe ich es mittlerweile auch mit direkten Anfeindungen zu tun. Dabei wird die Kritik am Zweck der Kreisgestaltung häufig gar nicht zuerst, sondern erst im Nachgang genannt. In der öffentlichen Diskussion haben sich deshalb vordergründig vermeintliche Sachgründe etabliert, die zunächst den wahren Grund der Ablehnung nicht erkennbar werden lassen sollen. Hakt man aber im Gespräch nach, dann kommt: ja, wir sollten das Thema doch langsam mal ruhen lassen. Oder: kennen Sie ein anderes Land, in dem man sich mit Blick auf die eigene Geschichte so klein macht, wie wir das in Deutschland tun? Im Übrigen finde ich persönlich, dass der Umgang, den Deutschland mit diesem Thema gewählt hat, eher Größe ausmacht, als dass man sich deswegen klein macht. Die vorgeschobenen Sachgründe lassen sich dabei bislang auch trotz intensiv verbreiteter Aufklärung nicht aus dem Weg räumen. Was wiederum ein Zeichen dafür ist, dass es um sie in Wirklichkeit gar nicht geht. So wird vorgebracht, dass durch die Kreisverkehrsplätze in Braunheim in unvertretbarer Weise Flächen versiegelt worden wären. Die Wahrheit dagegen zeigt das Gegenteil auf. Überall, wo Kreuzungen zu Kreisverkehrsplätzen
Plätzen umgebaut wurden, sind ja erst bepflanzbare Freiflächen entstanden, die es zuvor gar nicht gab. Nachweislich hat also die Gesamtheit der eingerichteten Kreise zu Entsiedelungen, nicht zu Versiedelungen geführt. Es gibt einen zweiten Sachgrund. Das sind die Kosten. Die gestalterische Umsetzung des Themas Gedenken an den Widerstand hätte die Stadt so viel Geld gekostet, dass an anderer Stelle im Stadtgebiet jetzt sinnvolle Maßnahmen nicht umgesetzt werden können. Diejenigen, die sich so äußern, wollen offenkundig gar nicht hören, wahrnehmen oder speichern, dass Raunheimer Unternehmen, denen das Thema sehr wichtig ist, im Wesentlichen die Gestaltung finanziell bezuschussen. Ein von vielen favorisiertes Stadtwappen aus Blumenradwappen aus Stiefmütterchen in den Kreisverkehrsplätzen hätte dagegen kein Unternehmen Zuschuss. Auch das ist Wahrheit, dass in der Stadt mal wahrgenommen werden sollte. Warum, meine Damen und Herren, gehe ich heute an diesem Tag, dem Volkstrauertag, auf die Diskussionen über die Gestaltung der Kreisverkehrsplätze in Raunheim so intensiv ein? Nun, ich tue das, weil ich der Auffassung bin, dass die Diskussion über dieses Thema in Raunheim viel darüber zeigt, wo wir mit der Auseinandersetzung über Unterdrückung, Verfolgung, Krieg und Völkermord sowie die damit verbundene Verantwortungsfrage heute stehen. Zunächst ist es vergleichsweise leicht, bei Volkstrauertagen das unendliche Leid zu beklagen, das zwei Weltkriege, Völkermord und Vertreibung über die Menschen gebracht hat. Häufig genug hat dieses Beklagen aber etwas Schicksalhaftes. Da kam eben eine dunkle Zeit über die Völker, die in vielen Familien schmerzhafte Verluste gebracht hat. Nun aber, Gott sei Dank, ist das alles vorbei. Ich bin mir sicher, dass sich so das Verständnis eines nicht unerheblichen Teils der Teilnehmer an den Volkstrauertagszeremonien der letzten Jahre darstellt. Wenn das aber, meine Damen und Herren, das wesentliche Verständnis des Volkstrauertages heutzutage sein soll, dann könnte man wirklich von dieser Art des jährlichen Gedenkens Abstand nehmen, zumal die Zahl der Besucherinnen und Besucher ohnehin von Jahr zu Jahr sinkt. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht in Frage stellen, dass der Volkstrauertag in den Jahrzehnten nach dem letzten Weltkrieg natürlich eine ganz wichtige Bedeutung für das Trauern um die eigenen zu Tode gekommenen Angehörigen. Ihm kam sicherlich in diesem Zusammenhang auch die Funktion zu, im Kollektiv erlebten Trauern individuelle Trauerbewältigung zu unterstützen. Der Volkstrauertag braucht jetzt aber eine neue Intention. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges muss meinem Empfinden nach dem Volkstrauertag mehr und mehr die Aufgabe zukommen, mit Blick auf das quantitativ und qualitativ unfassbare Leitereignisse im 20. Jahrhundert wirklich präventiv auf das Geschehen im 21. Jahrhundert zu wirken. Und das nicht mehr nur appellativ. Der Volkstrauertag hat meines Erachtens zukünftig vor allem Folgendes zu leisten. Er hat zwar den Blick auch weiterhin auf die historisch beispiellosen Geschehnisse zu richten, um mit dazu beitragen zu können, dass das, was der Mensch dem Menschen im letzten Jahrhundert angetan hat, sich in einer Art kollektiv fortwährendem Bewusstsein überhaupt hinreichend verankern kann. Ich bin nämlich der Meinung, dass bereits das Erschaudern und Erinnern beim Blick zurück auf die unglaublichen Verbrechen des Menschen am Menschen ein Mittel ist, um nachgeborene Generationen dahingehend zu sensibilisieren, dass sie Abscheu gegenüber Krieg, Gewaltherrschaft und Unterdrückung empfinden können. Und ich darf sagen, so verlief ja auch der Weg meiner Generation hin zu einer intensiven Beschäftigung mit diesem Thema. Ein stabiles Bewusstsein von Wert freiheitlicher Ordnung, Rechtsstaatlichkeit und staatlich sowie gesellschaftlich gelebter Humanität braucht eben auch ein emotionales
nicht nur ein rational aufgebautes Christ. Das führt zu der zweiten Aufgabe der Volkstrauertage, meiner Einschätzung nach in den kommenden Jahren viel stärker als in der Vergangenheit gerecht werden müssen. Sie haben aufzuzeigen, wo wir aktuell durch Bewusstsein und oder Taten drohen, wieder in Muster zurückzufallen, die schon Ursache für die unsäglichen Geschehnisse und Verbrechen des letzten Jahrhunderts waren. Und zu diesem Aufgabenblock gehört auch, dass wir fortwährend aktiv daran arbeiten, dass dem ursächlichen Cocktail für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Krieg, das sind Interessen, das ist Narzissmus, Egomanie, das ist mangelnde Bildung, das ist menschliche Niedertracht, das ist fehlendes demokratisches Bewusstsein, das ist immer wieder Neid und gruppenorgiastische Erlebenswünsche. Diesen ist endlich die Grundlage zu entziehen. Und ein Volkstrauertag hat sich zukünftig auch nicht auf den Moment zu beschränken. Er darf nicht vorrangig dazu dienen, von den Zuhörern, wie heute den Zuschauern, als Tag guter Ansprachen wahrgenommen zu werden. Vielmehr stelle ich mir den Volkstrauertag der kommenden Jahre so vor, dass er immer auch mindestens einen Programmpunkt enthält, dem man sich im kommenden Jahr besonders widmen will. Auf diese Weise erhält der Volkstrauertag eine unmittelbare Handlungsfunktion. Und so, meine sehr geehrten Damen und Herren, schließt sich nun der Kreis und ich komme zum Beginn meiner Ansprache zurück. Für das kommende Jahr will ich in besonderer Weise dazu beitragen, dass so viele Menschen wie möglich von dem Zweck erfahren, den unsere Gestaltung der Kreisverkehrsplätze verfolgt. Und viel mehr Menschen als gegenwärtig sollen von Leben und Größe derjenigen erfahren, die sich unter dem Einsatz ihres Lebens dem Bösen entgegenstellen. Und immer weniger Menschen sollen sich von anderen dahingehend beeinflussen lassen, ein Gedenken zugunsten herausragender Persönlichkeiten unserer Geschichte sei unnötig, versiegelte Flächen oder kostet die Stadt zu viel Geld. Und Ihnen, meine Damen und Herren, Sie werden es erahnen, kommt dabei gleichfalls die Aufgabe zu, in diesem Sinne zu werden. Helfen Sie bitte mit, die Geschwister Scholl, Georg Elser, Dietrich Bonhoeffer, Alfred Dell, Graf Schenk von Stauffenberg und all die anderen Widerstandskämpfer, denen wir in Braunheim Denkmäler gesetzt haben, nun wirklich in unsere Mitte zu holen und ihnen damit den Platz im Bewusstsein unserer Stadtgesellschaft zu geben, den sie ganz unzweifelhaft verdienen. Ich habe es schon öfter gesagt und wiederhole es hier gerne. Es ist für mich eine wunderschöne Vorstellung anzunehmen, die Menschen, die seinerzeit für die Menschheit ihr Leben einsetzten, es dann in kalter, widerlicher Umgebung verloren. Diese Menschen könnten heute sehen, dass wir ihr Tun würdigen, sie ehren, sie schätzen und ihnen Denkmäler setzen. Und auch das, meine Damen und Herren, ist ein Signal unserer Gedenkkultur im Raum. Menschen, die sich heute oder zukünftig für das Leben anderer, die Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit einsetzen, die finden Sinngebung nicht mehr alleine, nur gegenüber ihrem Gewissen. Sie sollen auch davon ausgehen können, dass eine Menschheit, die fähig ist, das Unrecht zu überwinden, ihnen größtmöglichste Wertschätzung entgegenbringen wird. Abschließend, meine Damen und Herren, verneige ich mich vor den unseligen Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft und all den Exzessen, die von Menschen ausgingen, um andere zu quälen, zu erniedrigen, auszuschließen und zu ermorden. Wir stehen heute, ausgestattet mit dem Blick auf das grauenvolle Geschehen im 20. Jahrhundert, alle gemeinsam in der Verantwortung dafür,
die Menschheit vor Verbrechen zu bewahren, die beklagenswerter Teil ihrer Geschichte waren. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrheit und soziale Sicherheit sind elementare und für alle Menschen anstrebenswerte Ziele. Wir, das ist unser Auftrag, sorgen gemeinsam dafür, dass sich diese nie mehr wieder außer Kraft setzen lassen. Ich danke Ihnen.